Also zuallererst möchten auch wir uns natürlich auf jeden Fall in voller Solidarität mit den Streikenden der KVB aussprechen. KVB, we love you! Ohne euch steht diese Stadt still. Wir hoffen, dass zumindest auf dieser Ebene für euch bald mehr Gerechtigkeit erkämpft werden kann. Wer in den letzten Monaten in Köln mit der KVB unterwegs war, dem ist vielleicht auch so eine T-Online-Werbung an den U-Bahn-Haltestellen aufgefallen. Sie zeigt so ein schwarz-weißes Bild. Neutral ist keine Meinung, sondern eine Haltung. Steht beschrieben zwischen Reihen von vermummten Polizistinnen und Aktivistis. Hier spiegelt sich ein Narrativ wieder, was wir insbesondere in den letzten Wochen nach Lützerath häufiger beobachten mussten. Die Stilisierung von der Polizei und Aktivistinnen als zwei gegnerischen, gleichwertigen Seiten. Spätestens nach den Erlebnissen in Lützerath können viele von uns derartig oberflächliche, pseudopazifistische Appeasement-Aussagen einfach nur noch belächeln. Wir müssen anfangen, die Polizei kollektiv als die Institution anzuerkennen, die sie ist. Das Gewaltmonopol, das ihr verliehen wird, bietet die Grundlage für skrupellosen Machtmissbrauch. Viele von uns haben das mit eigenen Augen oder zumindest auf Bildern gesehen. Mit Gerechtigkeit und Sicherheit hat das nun mal gar nichts zu tun. Was für eine Augenhöhe soll das bitte sein, wenn die Interessen einiger weniger durchgesetzt werden und Milliarden andere darunter leiden? Was für eine Augenhöhe soll das sein, wenn mit Schlagstock und Pfefferspray eine imperialistische und kapitalistische Ordnung aufrechterhalten wird? Es kann keine Augenhöhe geben zwischen zwei Seiten, von denen die eine von der anderen für den Versuch, das Gelände eines der fucking top 100 klimaschädlichen Unternehmen dieser Welt zu blockieren, damit Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann, also den Job macht, von dem viele annehmen, dass sie eigentlich die Politik machen sollte, bewusstlos geschlagen und niveaulos sexistisch beleidigt werden, sobald gerade keine Presse in der Nähe ist. Von der Polizei, die ist wenig überraschend als Privatarmee RWEs hat instrumentalisieren lassen und mit ihrer Bewaffnung jederzeit in Lage ist, DemonstrantInnen zu ermorden, wie es erst kürzlich in einer Waldbesetzung in Atlanta geschah. Allen, denen das sehr weit weg vorkommt, sei von der Räumung des Fächerwald, das ist in der Nähe von Frankfurt, berichtet. Diese Räumung fand kurz nach der Räumung von Lützerath statt. In deren Verlauf ein Polizist eine scharfe Schusswaffe gezogen und einen auch Aktivist, die oben in den Traversen gezielt hat, um ihn zu bedrohen. Nichts hat normal zu sein an solchen Gewalteskalationen durch die Staatsgewalt wie die, die wir in Lützerath beobachtet haben. Nachdem sich die SanitäterInnen, die sich stets immer darum bemühen, möglichst noch neutral zu bleiben, gezwungen haben, ein Statement zu verfassen, um auf die auffällige Häufung von gefährlichen Kopf- und Brustverletzungen unter den 100 Menschen aufmerksam zu machen, die sie behandeln mussten, sodass sich nur von einer berechnenden Absicht sprechen lässt, die Menschenleben gefährdet. Und die Polizei, welche mit Krokodilstränen nach der Demonstration von 70 verletzten Beamten sprach und es dabei lange unerwähnt ließ, wie viele von diesen Verletzungen dadurch entstanden, dass sie im Matsch stecken blieben, während sie behelmt und voll bepanzert versuchten, Demonstrantinnen zu jagen. Und das während jeder Versuch von Demonstrantinnen, jeder potenzielle Versuch, sich mit Kleidung selber vor eventuellen Verletzungen durch die Polizei zu schützen, die uns erfahrungsmäßig vollkommen ungeachtet vom passivsten Protestverhalten erteilen können. Nach dem neuen Versammlungsgesetz unter dem lächerlichen Begriff Passivbewaffnung kriminalisiert sind. Stattdessen werden Einsätze wie in Lützerath als gut und professionell gelobt. Die unverhältnismäßige Gewalt von Seiten der Polizei wird heruntergespielt, während die Landesregierung vor wenigen Jahren praktischerweise die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen abgeschafft hat, somit unabhängige Meldungen und eine Nachverfolgung praktisch unmöglich sind. Danke für nichts. Auf allen möglichen Ebenen können wir nun beobachten, wie jegliche Form von politischer Aktion und unbequemem Protest versucht wird, zu unterbinden und zu kriminalisieren. Kostet es, was es wolle. Das war schon vor einigen Jahren mit dem Polizeigesetz NRW der Fall und jetzt vor zwei Jahren, wir erinnern uns, mit dem Versammlungsgesetz NRW, das sie leider durchgedrückt haben. Angst wird verbreitet und es wird der Versuch genommen, uns auseinanderzureißen, uns zu spalten in die bösen, radikalen Aktivisten und die gute, konforme, bürgerliche Bewegung. Aber fuck that! Dass sich die Klimagerechtigkeitsbewegung durch alle Reihen hinweg mit grundlegenden Fragen in Bezug auf die Polizei auseinandersetzen muss. Und sie muss zusammenhalten. Denn wir brauchen einander, Leute. Und das nicht nur, weil unsere Protestform zunehmend kriminalisiert wird und wir als Klimaaktivistinnen zunehmend angegriffen werden. Die Polizeigewalt gibt es schon seit der Existenz der Polizei. Sie trifft insbesondere marginalisierte Menschen. Viele rassifizierte Menschen, ob in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv oder nicht, sind sich der Realität von den Gefahren struktureller, exzessiver Polizeigewalt schon lange äußerst schmerzlich bewusst. Sich erst durch Aktivismus mit Polizeigewalt auseinandersetzen zu müssen, ist also in vielerlei Hinsicht ein weißes Privileg.
Wenn wir den Gerechtigkeitsbegriff in Climate Justice ernst nehmen, heißt das, die gewaltvollen rassistischen Strukturen anzugreifen und uns radikal mit allen von Rassismus betroffenen Menschen zu solidarisieren. Das bedeutet auch, den internalisierten Rassismen, Sexisten und allen anderen Unterdrückungsmechanismen der westlichen Hegemonie, welche strukturelle Gewalt reproduzieren, auch in uns selbst ins Auge zu blicken und zu dekonstruieren. Denn je tiefer und grundlegender wir diesen Paradigmenwechsel angehen, umso mehr kann in diese Stelle tatsächlich wahre Solidarität treten. Ein Weg, gemeinsam Strukturen aufzubauen, Safer Space zu erschaffen und gleichzeitig die gewaltvollen Kategorien Stück für Stück zu überwinden. Auf dem Weg, endlich Utopien aufzubauen, wie wir es in Lützi getan haben. Und noch weiter tun werden. Lass uns aufeinander Acht geben. Und je mehr alle von uns die Intersektionalität struktureller Unterdrückung begreifen, so mehr wird deutlich, dass wir den Zusammenhalt brauchen werden, um uns gegenseitig zu schützen. Die alte Welt stirbt nicht leise und wir müssen weitergehen. Also lasst uns gemeinsam verhalten, wie ein selbstbestimmtes Sorgennetzwerk aussehen kann. Im Kleinen und im Großen darüber sprechen, wie wir uns auf zukünftige Aktionen vorbereiten und der Gewalt durch die Polizei entgegenstellen können. Und lasst uns auch nach solchen Erlebnissen wie ein Nützerat füreinander da sein. Ob es da um finanziellen Support geht und Ressourcenumverteilung oder um die Aufarbeitung von fucking traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen durch Repression, die gewissenslose, brachiale Zerstörung unserer Erde und jegliche brutale Gewalterfahrung, wie viel zu viele in unseren Reihen sie machen mussten. Diese Räume und Strukturen müssen allen Menschen offen stehen. Nicht nur denen, die schon lange in der Bewegung sind, sondern auch denen, die alleine nach Lützi gekommen sind. Denen, die am Rande unserer Bewegung stehen. Eine der größten Dinge, die wir aus Lützi lernen könnten, sind die Chancen auch überregionaler und internationaler Vernetzung. Wir werden wirklich alle Verbündeten in diesem Kampf brauchen. Also reisen wir in andere Städte, reden wir mit anders organisierten Menschen, trauen wir uns aus unserer Komfortzone und verlassen wir den bequemen Pfad der kapitalistischen Konformität, um endlich echte Integrität zu leben. Je mehr starke Verbindungen wir schaffen, desto mehr Chancen haben wir, die Ungerechtigkeit in den nächsten Dekaden auf diesem Planeten, so fucking ungemütlich sie sein werden, etwas entgegenzusetzen. Und es tut weh. Erfahrungen wie in Lützerath tun weh. Es tut weh, sich bewusst zu werden und zu beobachten, wie viel wir bereits verloren haben. Wie viel Tod bereits heute auf dem Planeten wütet. Aber umso mehr müssen wir hoffen, trotz allem, auf das, was es noch zu gewinnen gibt.